bitte, das ist hier kein normaler Tempel, sondern eine Tempelstadt. Diese Tempelstadt erstreckt sich über eine Fläche von über 80 Hektar. Die Tempelstadt von Karnak umfasst mehrere Tempel. Der Haupttempel hier ist der Tempel von Gott Amun-Re. Dieser Tempel ist einer der allergrößten Tempel der Welt. Dieser Tempel ist über 30 Hektar groß. Stellen Sie sich mal vor, der Bau der Tempelanlage von Karnak dauert länger als 2000 Jahre. Länger als 2000 Jahre hat es gedauert, um diese Tempelstadt von Karnak gebaut zu haben. Deswegen fast überall sieht man was, sieht man Pylonen, Obelisken, Statuen, Tempel, nicht unbedingt mal in guten Zustand, aber fast überall sieht man was. Deswegen also die Besichtigung der Tempelanlage von Karnak gibt Ihnen einen guten Eindruck von der Größe der Pharaonen damals, die diese außergewöhnlichen Bauwerke der Tempelanlage von Karnak errichten müssen. Beispielsweise, zuerst vorne auf den beiden Seiten sieht man diese Sphinxallee oder Widder-Sphinxallee. Zuerst, was ist mit dem Widder? Der Gott Amun war zuerst ein Lokalgott von Theben. Nochmal, Theben war der alte Name von Luxor. Dieser Gott Amun war zuerst ein Lokalgott von Theben. Später wurde dieser Gott, der Hauptgott, in ganz Ägypten für über 2000 Jahre und wurde in verschiedenen Formen dargestellt. Das war hier die erste Form von ihm als ein Widder und deswegen war der Widder im alten Ägypten ein heiliges Tier. Unter dem Tenida-Figur sieht man eine kleine Statuette. Diese Statuette stellt den Pharao Ramses II. Dar, so etwa 3250 Jahre alt. Und stellen Sie sich mal vor, diese Widder-Sphinx-Allee war damals 2,5 Kilometer lang. 2,5 Kilometer lang in diese Richtung und verband die Tempelanlage von Karnak mit dem Luxor-Tempel. Aber momentan sieht man nur die Spuren davon. Hier beispielsweise sieht man 40 Figuren davon. Aber wie gesagt, damals gab es Tausende von solchen Figuren. Momentan sieht man die Ruinen davon zwischen den beiden. Neben uns hier rechts sieht man diesen kleinen Obelisken. Der Obelisk ist eigentlich sehr klein, aber was interessant ist zu wissen, überall auf der ganzen Welt gibt es momentan ganz genau 28 Obelisken. Damals gab es über 100 Obelisken, aber momentan gibt es 28 Obelisken. Automatisch, alle Obelisken überall auf der ganzen Welt wurden aus Rosengranit von Aswan gefertigt. Damals gab es hier zwei Obelisken nebeneinander, der rechte sieht man ganz klar. Ausnahmsweise wurde dieser Obelisk aus Sandstein und nicht aus Rosengranit von Aswan gefertigt. Das ist das einzige Beispiel dafür. Neben uns hier oder neben hier links sieht man den Sockel für den zweiten Obelisk. Wie gesagt, das ist hier das einzige Beispiel dafür. Dieser Säulensaal umfasst insgesamt 134 Säulen in 16 Reihen. Die mittleren sind 12 und die anderen sind 122. Alle zusammen 134 Säulen. Jede Säule von den 12 mittleren Säulen ist etwa 10 Meter höher als die anderen. Jede Säule in der Mitte ist etwa 24 Meter hoch und wurde in der Form von einer Papyruspflanze mit offenem Kapitell errichtet. Die anderen mit geschlossenen Kapitellen gebaut. Man sieht ganz klar den Unterschied. Auf diese Weise entstand damals die allerälteste Basilika der Welt überhaupt. Nach diesem Muster wurde die Basilika in den Kirchen in Europa und woanders errichtet. Auf jeden Fall, dieser Säulensaal war auch damals gänzlich mit einem Dach bedeckt, jetzt nicht mehr erhalten. Deswegen oben auf den beiden Seiten sieht man wie ein Fenster oder ein Gitter. Durch dieses Fenster konnten die Sonne strahlen, diesen Säulensaal
Scheinbar entstand eine diffuse, indirekte Beleuchtung wie beim echten Papyrus-Wall. Die echten und die originalen Farben sind immer noch oben auf den beiden Seiten zu sehen. Ich habe die allerschönsten Farben.